Willkommen bei einer weiteren Ausgabe vom Neo 1 Tigers Talk, die es nur auf neo1.ch zu sehen gibt. Ja, die Fußballweltmeisterschaft ist eigentlich vorbei schon als Zeitchen, aber gleich geht es nicht mehr so lange, bis die Hockeyler wieder anfangen. Die Saison steht grundsätzlich vor der Tür, es geht noch rund einen Monat. Im Moment sind die Tigers, die im Sommertraining im Schwitzen sind. Meine Gesprächspartner, die haben unterschiedliche Funktionen. Der eine, der bringt die Tigers zum Schwitzen, der andere ist einer von denen, der schwitzt. Ich begrüße den Konditionstrainer Nick Hess im Tigers Talk und der Sven Lindemann, der neue Zuzug von der SCL Tigers, heute das erste Mal im Tigers Talk. Ja, Sven, fangen wir bei dir an, ich habe es gesagt, du bist einer von denen, der im Moment schwitzt, der vom Nick trainiert wird. Wie gerne hast du das Sommertraining? Bist du etwa froh, wenn du wieder auf die Eis kannst? Definitiv, ja. Es ist ein sehr gutes Sommertraining gewesen. Ich denke, wir haben sehr gut uns vorbereitet für die Saison, aber eben, wir sind Hockeyspieler und wir lieben es aufs Eis gehen und dort unsere Arbeit zu verrichten. Und das im Sommer gehört sicher auch dazu, hat sicher auch Spass gemacht, aber wir sind jetzt froh, wenn es dann wieder losgeht. Der Sven sagt, es hat Spass gemacht, gleichwohl, wenn man mit einem Hockeyspieler redet, dann sagt eigentlich immer, das Sommertraining rümpft so ein bisschen die Nase dazu. Was macht der Konditionstrainer, das Gieren gleichwohl Freude ein bisschen im Sommertraining bekommen? Also sicher ist es zentral, dass wir irgendwie auch Challenge setzen oder dass wir irgendwo mal ein Spiel einbauen, wo sie sich messen können, wo sie irgendwo den Spass können frönen. Wir haben Rückschlagspiele, also Squash und Badminton und Tennis einbauen gehabt, zwischen als Regenerationstag. Oder wir haben auch in den anderen Tagen, in den Trainingstagen, haben wir Nachmittag irgendwo Spielformen einbauen gehabt, wo es darum ging, um gewinnen und verlieren. Und dort ist eigentlich Spass schon vor allem im Zentrum gestanden, einerseits, andererseits hat natürlich die Leistung und drittens das Gewinnen und das Verlieren. Ist es auch ja das Gleiche so bisschen, oder ist das immer so unterschiedlich? Nein, für mich ist es wirklich immer unterschiedlich. Also einerseits habe ich nicht immer die gleiche Mannschaft, die Typen wechseln. Wir haben dementsprechend andere Strukturen in der Mannschaft, wir haben dementsprechend auch andere Schwerpunkte, die man setzen in der Mannschaft. Von dem her tut sich das Sommertraining schon unterscheiden. Der Nick hat von einem Unterschied. Du hast die letzten 17 Jahre Nationalliga A gespielt. Jetzt in der 18. Saison ist es Nationalliga B. Wenn du es jetzt vergleichst, siehst du einen Unterschied? Ich kann jetzt nicht so sagen. Nein, es ist vom Trainingsaufwand ist gleich gewesen. Wir haben sehr professionell gearbeitet. Wir haben auch zweimal pro Tag Training gehabt. Von dem her auch Trainingsformen und so ist wie Nazi A gewesen. Und die Trainingsform, sagst du, ist recht wie Nationalliga A. Gibt es irgendwie Unterschiede, die du jetzt konkret sagst, von Übungen, die jetzt der Nick auf etwas anderes setzt als der Konditionstrainer im Zug zum Beispiel? Nein, eigentlich nicht gross. Ich glaube, der Nick kennt den Trainer dort auch. Und ich denke, es sind ein bisschen die gleiche Philosophie. Sie arbeiten ein bisschen die gleiche Richtung. Es hat sicher da und dort Unterschiede gegeben, aber im Großen und Ganzen ist das gleich gewesen. Und ich denke, man kann es auch nicht neu erfinden. Der Sven sagt, das ist recht ähnlich wie beim FV Zug, also Nationalliga A ausgerichtet. Ist das Absicht? Bekommst du das oben reingehen oder ist das ein Ziel von dir? Ja, das muss unser Ziel sein. Also wir haben einen Profibetrieb, der intakt ist. Also wir haben alles eigentlich angestellte Spieler, die wirklich als Profi angestellt sind. Dementsprechend haben wir auch diese Trainingsstruktur. Und unser Ziel ist, zurück in die Nationalliga A zu gehen. Dementsprechend müssen wir uns messen mit den Nationalmannschaften, müssen uns dementsprechend auch vorbereiten wie die Nationalmannschaft. Und das ist unser Ziel. Und darum ist es so gestaltet. Das heisst immer wieder, dass eine Mannschaft im Winter dann nur so gut ist, wie sie auch im Sommer hat trainiert. Ist das ein blödes Geschnurr oder würdest du es unterschreiben? Nein, würde ich schon unterschreiben, weil das, was im Sommer jetzt wir uns erarbeitet haben, das hilft uns nachher die ganze Saison. Wir hoffen ja, dass sie sehr lang geht. Und am Schluss, wenn es darauf ankommt, dann kann man sicher auf diese Sachen da zurückgreifen. Du bist sehr ein routinierter Spieler. Hast du das Gefühl, jetzt, wenn du die Jüngere siehst, sind sich das immer alle bewusst, wie wichtig das ein Sommertraining überhaupt ist? Vielleicht noch nicht ganz so bewusst, aber dafür sind vielleicht auch wir älteren Spieler da, um ihnen das zu zeigen, dass es sehr wichtig ist, dass man halt schon im Sommer hart arbeiten. Immer wieder gibt es Verletzungen, die einem zurückwerfen, auch im Sommer. Das kann man einfach nicht vermeiden. Kann man einen Rückstand irgendwie wieder aufholen, den man im Sommertraining eben vielleicht eingeholt hat?
Also es ist immer schwierig. Also einen Rückstand aufzuholen während der Saison ist schwierig. Wir haben sicher jetzt Glück, dass wir recht ein breites Kader haben. Dementsprechend besteht sicher die Chance da, dass man mit dem Cheftrainer das diskutiert. Dementsprechend vielleicht einen Spieler eine Zeit lang rausnehmen kann, einen zweiten Aufbau kann vorantreiben kann. Man soll es wieder näher her an die Leistung kommt. Aber grundsätzlich ist es sicher immer schwierig, das aufzuholen. Gibt es Spieler im Sommer, wo der Team vielleicht ein bisschen zurückgeschoben, ein bisschen bei den Hingern sind und dann im Sommer immer bei denen sind, die im Training oder im Winter dann immer Vollgas geben im Training? Das kann ich jetzt so noch nicht beurteilen hier in Langnau. Ich weiss nicht. Ich vielleicht denke, allgemein. Ich denke jetzt vor allem auch hier, haben im Sommer schon recht alle Gas gegeben. Sie haben wollen, haben glaube alle gut mitgemacht. Ich denke, der Nick kann das sicher auch bestätigen. Und darum, ich denke, nachher irgendwo einen Schalter umlegen ist immer schwierig. Es geht auch nicht schlecht trainieren im Winter und nachher das Gefühl haben, spielen, ging es dann einfach von allein. Also man muss auch im Winter nach jedem Eistraining eigentlich voll trainieren. Und darum denke ich nicht, dass da einer sich ein bisschen zurückgehebt hat oder so. Sicher gibt es vielleicht die ein oder andere Sache, mal einen schlechten Tag hat und nicht so mag, aber das gibt es überall. Im Sommer habt ihr Hockeyspieler immer eine längere Pause, braucht es manchmal schon also einen besonderen Motivationsschub, wirklich wieder das Sommertraining aufzunehmen. Ja, ist sicher, gerade nach der Saison ist man froh, kann man ein bisschen weggehen und ein bisschen abschalten und dann, je nachdem wie lange man Ferien hat, ist sicher, die ersten zwei Wochen sind schon happy, sage ich mal, man hat einen Muskelkater, man weiß nicht mehr, wie aufstehen morgen, weil einem eins wehtut, aber das gehört dazu und nachher kommt man dann wieder rein und dann ist das nicht so eine grosse Sache. Je nach Verein ist es natürlich so, dass man eher auf das Eis kann, andere können eher ein bisschen später auf das Eis. Wäre es überhaupt denkbar, vielleicht auch ohne Sommertraining auszukommen für eine Mannschaft? Ja, ohne Sommertraining. Also grundsätzlich ist es so, dass wir sicher können, im Prinzip personalisieren können. Also das heisst, dass jeder sein Personal Training nimmt, sich selber darauf vorbereitet. Dass man eigentlich nur Tests macht, wo sie eigentlich irgendwo ein gewisses Leistungslevel müssen bringen, oder, wo man definiert, wenn man eine Vertragsunterzeichnung macht und man sagt, auch diesen Level musst du haben Ende Juli. Und dann tut sich jeder eigentlich individuell darauf vorbereiten. Das Modell kennen wir von Nordamerika. Zug hat nicht ganz das gleiche Modell, aber ähnlich. Er trainiert zwischen zusammen, trainiert dann wieder individuell nach Plan. Das kann aber auch, glaube ich, der Spieler kann auch seinen Personal Trainer nehmen, eigentlich mit dem arbeiten. Also wir kennen die Modelle in der Schweiz so klein, nie so ausgeprägt wie in Nordamerika. Aber er braucht ganz sicher eine physische Vorbereitung. Oder? Und ohne die geht es nicht. Frag ihn doch gerade Sven, hast du das gehabt, die individuelle Vorbereitung? Wie hast du die genutzt beim EV Zug? Gut, eben, man ist selber, man muss ehrlich mit sich selber sein. Es bringt nichts, wenn man dann sagt, man sollte trainieren, hat es gleich nicht gemacht, weil irgendwann zeigt sich das irgendwo, also auf dem Eis oder irgendwo, hat man dann halt ein bisschen Rückstand. Und ich glaube, es sind alle Profi genug und lieben den Sport, darum geht das sicher auch so, wobei ich finde es eigentlich gut, man ist in der Gruppe zusammen, man macht eben die Spiele und alles, kann einander ein bisschen pushen und das haben wir natürlich nicht, wenn man alleine ist. Es gibt Eishockey-Spieler, die sagen, gerade unter dir, Nick, haben sie ja Gewicht zulegen, Muskelgewicht im Sommer. Im Winter verlieren sie dann das Zwischen wieder, wenn es ums Hockeyspielen geht. Wie passiert das? Also vom Gewichtsverlust her ist es so, dass wir natürlich durch den Sommer, durch die Hypertrophie, also durch das Wachstum des Muskels eigentlich, haben wir eine Gewichtszunahme. Und im Winter, dadurch, dass wir den Muskel nicht mehr in dieser Form belasten oder nicht mehr regelmässig in dieser Form belasten können, tut sich der gewisse Teil zurückbilden. Also das heisst, er tut die Wassereinlagerung, die er gemacht hat, dementsprechend auflösen, in Fett umwandeln und dementsprechend wieder an Masse verlieren. Das ist ein natürlicher Vorgang, der regelmässig passiert. Darum ist es wichtig, dass man es ganzjährig macht, dass man dementsprechend immer die Reize, die neuen Impulse eigentlich immer wieder setzt, auch im Winter setzt, also dass man die gewonnene Kraft dementsprechend eigentlich kann konservieren und kann mitnehmen in eine weitere Saison oder sicher in den Playoffs in die entscheidende Phase, wo wir dann im Frühling werden Angriff nehmen. Jetzt haben wir ein bisschen über das ganze Sommertraining geredet. Hier ist eigentlich jedem bewusst, wie wichtig das deine Funktion ist? Ja, also ich denke grundsätzlich schon. Es ist ein bisschen, wie Sven vorhin gesagt hat, die Jüngeren vielleicht ein bisschen weniger als den Eltern. Es ist ja im Konditionstrainer, seine Aufgabe ist nicht nur eigentlich einen wirklich dementsprechend fit machen, sondern so fit machen, dass er eben dementsprechend auch für Verletzungen gefeit ist. Und ich denke, das ist eigentlich mittlerweile im Jahr 2014 der meisten bis allen wirklich bewusst. Wechseln wir vielleicht noch den Fokus
Es ist so, der Sven hat 17 Jahre lang Nationalliga A gespielt. Jetzt hast du dich dafür entschieden, zu den SCL Tigers zu wechseln. Warum der Schritt? Ja gut, die letzte Saison hat nicht so Spass gemacht. Wir waren mit Zug nicht so gut. Ich habe Playout gespielt und ich habe einfach gefunden, es müsse noch irgendetwas geben, wo ein Ziel hat, vielleicht noch etwas gewinnen. Ich bin ja Schweizer Meister geworden. Und von dem her, mit Langnau, da haben wir ein klares Ziel und auf das schaffen wir ran. Und das wäre für mich natürlich auch das Größte, um das zu erreichen. Du hast den Sven kennen in dieser Sommerpause. Du kennst ihn wahrscheinlich schon länger, so wie ich dich kenne. Wie sieht es aus? Was ist Sven für eine Persönlichkeit? Sven ist ein sehr ruhiger Typ, sehr überlegter Typ. Bringt aber in dem Moment, was er braucht, wirklich bringt er sich rein, kann Struktur in eine Mannschaft bringen. Und von dem her bin ich sehr froh, dass wir ihn in Garderobe begrüßen dürfen. Und er ist sicher wichtig für uns. Er ist eine wichtige Person und er wird dementsprechend eine Schlüsselfigur auch sein nächste Saison. In der letzten Saison hat man zwischen so einen Leader gefordert, der vielleicht zwischen auch mal aufstehen in der Kabine und mal sagen, so gehe ich jetzt längs oder irgendwie einfach sich einbringen, wie der Nick gerade gesagt, was du machst. Also bist du der Leader, den man im Emmental gesucht? Ich kann sicher dem Team sicher helfen und ich will einer von diesen Leader sein. Aber wir sind eine Mannschaft und da lange nicht einen allein. Man muss miteinander die Weg finden und ich denke, ich kann sicher mal aufstehen, auf den Tisch klopfen, wenn etwas nicht so läuft, wenn ich finde, in die falsche Richtung geht oder so. Aber eben, wir sind eine Mannschaft und ich denke, da hat es auch andere, die da ein bisschen reinwachsen, vielleicht auch gerade Jüngere. Und ich kann denen sicher auch den Weg zeigen dort hin. Von dir wird garantiert sehr viel erwartet in der neuen Saison. Aber du hast so lange in der Nationalliga angespielt, hast wirklich eine Vergangenheit. Die kennt man einfach im Schweizer Eishockey. Bist du bewusst, dass die Langnauer Fans von dir erwarten? Ich denke schon, aber ich bin schon genug lange dabei und ich denke, ich kann mit dem Druck auch umgehen. Das ist ein schöner Druck. Ich mache mir selber sehr schnell den grössten Druck. Ich will gut spielen, ich will da hinten viel Freude haben. Und darum bin ich auch sehr positiv, dass das gut kommt. Jetzt geht es noch rund einen Monat, bis die neue Saison anfängt von der SCL Tigers. Ein grosser Teil ist schon hinter dir mit dem Sommertraining, das du gemacht hast mit der Mannschaft. Was braucht es jetzt noch, bis die Tigers dann wirklich Anfang, Mitte September parat sind für den Saisonstart? Es braucht schon noch einen Schritt. Also wir haben jetzt irgendwo die Basis gelegt, das wie Sven gesagt hat, ich glaube, wir haben konsequent können arbeiten können. Dran sein und haben wirklich eigentlich unser Ziel können verfolgen. Jetzt geht es aber darum, dass wir eine zweite Phase starten, in der Preseason starten, wo der Cheftrainer das Zepter übernimmt, dementsprechend auch die Struktur vom Eis vorgibt und dementsprechend das System einschleifen, wo wir dementsprechend unser Rüstzeug auf dem Eis holen, auch mit der ganzen Vorbereitung spielen, wo wir wirklich die Abstimmungen probieren zu gewinnen, sodass wir dann wirklich die Saison anfangen, bereit sein. In Theorie klingt das sehr gut. Und dann längst du für den Aufstieg, Sven? Ja, wir haben jetzt alle hergeschafft, den Sommer. Das nächste Ziel ist eben jetzt auf dem Eiseinander ein bisschen finden. Es hat wieder ein paar neue Spieler gegeben und da muss man sich jetzt finden. Und es wird sicher nicht so sein, dass wir einfach durchlaufen, weil auch andere Mannschaften sind gut, aber unser Ziel ist zum Aufgehen und darum, wir werden alles daran legen, dass wir das Ziel auch erreichen. Der Sven Lindemann ist auch so optimistisch, dass es sicher die Saison vielleicht noch ein Stück besser kommt als in der letzten Saison und eventuell kommt es ja so weit. Und der Aufstieg wird Tatsache. Der Meisterschaftsstart in rund einem Monat.